Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie ich meine Socken immer beende. Ich bin jetzt so weit an der Spitze, dass ich die restlichen Maschen alle auf einmal abnehmen möchte. Hier habe ich eine Bandabnahme gemacht. Ich habe zwischen jeder Abnahme immer eine Runde ohne Abnahme gestrickt, bis auf die letzten drei Mal. Da habe ich in jeder Runde abgenommen. Und jetzt habe ich noch auf jeder Nadel sechs Maschen. So, und um jetzt die Socke zu beenden, ich bin jetzt genau unter der Socke mit meinen Arbeitsfaden, stricke ich die erste Nadel hier noch einmal, sodass der Faden links an der Seite liegt. So, ich habe auch alle Maschen hier gleich auf einer Nadel gestrickt. Ich nehme jetzt die Maschen von der Vorderseite meiner Socke, auch auf einer Nadel. So. Jetzt kommt ein bisschen der heikle Moment, braucht man ein bisschen Übung. Ich wende die ganze Socke auf die linke Seite, gehe mit meiner Hand hier rein. Stecke mir durch dieses Loch die Stricknadeln und mit den Daumen sichere ich immer, gehe ich immer hier vor die Masche, damit die mir nicht runterrutschen. Und dann da ins Loch rein. Das mit der anderen Nadel auch. So, die Hand hier unten hält die Nadeln schon mal schön fest, da kann gar nichts passieren. Jetzt wird die Socke umgestülpt. So, jetzt geht die Hand wieder rein und sucht sich die Nadeln. Die hält hier unten die Spitzen fest, damit auch nichts passiert. Und jetzt suche ich mir hier die erste Masche. Da ist sie. Gehe mit meinen Daumen wieder davor und nehme die Nadel ganz leicht raus. So. Und das mache ich mit der anderen auch. Da ist meine erste Masche. Da geht der Daumen vor und dann ganz vorsichtig hier ups, um die Ecke. Jetzt nur noch den Arbeitsfaden durchholen und schon ist die Socke gewendet. Und jetzt wird das Ganze auf der linken Seite zusammengestrickt. Es geht beides, was euch leichter fällt. Ihr könnt die Maschen rechts stricken und ihr könnt sie auch links stricken. Am Anfang ist es, finde ich, leichter, die rechts zu stricken. Das Ergebnis ist eh egal. Wir gehen jetzt hier in die erste Masche der erst vorderen Nadel und in die erste Masche der hinteren Nadel. Jetzt gehen wir mit dem Arbeitsfaden durch beide Maschen durch und heben beide Maschen ab. Das gleiche mit der zweiten Masche. Durch die vordere, durch die hintere. Durch beide zurück und von den Nadeln runter. Jetzt die hintere über die vordere. Also ganz normales Abketten, nur dass man eben die Maschen hier beide zusammenstrickt, bevor man abkettet.
So, und schon sind wir gleich fertig. So. Noch eine vorne und hinten. Faden hier durch, die letzte überziehen. So, jetzt haben wir nur noch eine Masche. Ja, und wenn wir jetzt hier den Arbeitsfaden da durchziehen, dann ist die ganze Sache gesichert. So. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, also diese kleine Naht hier, das stört absolut nicht. Das spürt man auch nicht. Jetzt drehe ich das Ganze noch mal auf die rechte Seite, um euch zu zeigen, wie es dort aussieht. So. Und schon ist meine Spitze fertig. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!